Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion Die Linke unterstützt den Freiwilligendienst weltwärts, der nun seit 5 Jahren mehr als 10.000 junge Menschen nach Schule oder Ausbildung einen Freiwilligendienst in den Ländern des Südens ermöglicht hat. Im Jahr 2011 gab es eine Evaluierung des Weltwärtsprogrammes und die Ergebnisse liegen seit Dezember in der Kurzfassung vor. Die Bundesregierung hat leider in den Haushalten 2010 bis 2012 einen finanziellen Aufwuchs von Weltwärts abgelehnt, aber immer eben mit dem Hinweis auch auf die ausstehenden Ergebnisse der Evaluierung. Nun gibt es eine Evaluierung und sie fällt ja auch ermutigend positiv aus. Und trotzdem gibt es im vorliegenden Antrag der Koalitionsfraktionen nur schöne Worte, aber keine Mittelerhöhung. Die Mittel stagnieren weiterhin bei 30 Millionen Euro jährlich. Die Linke unterstützt deshalb ausdrücklich den Antrag der SPD und fordert auch eine deutliche Erhöhung der Mittel für Weltwärts, vor allem aber auch der Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre, um eben eine Finanzierungssicherheit, eine Planungssicherheit für alle, für die Trägerorganisation und die Teilnehmerinnen zu ermöglichen. Aufgrund unsicherer Finanzierung, das sind auch Informationen, die wir ja alle bekommen haben, war es eben in den letzten Jahren oftmals so, dass viele interessierte Jugendliche, junge Menschen auch wieder abgewiesen werden mussten, die eigentlich so einen Dienst gerne angetreten hätten. Es gibt Kritik am Weltwärtsprogramm, wurde schon erwähnt, Stichworte wie Elendstourismus, zu wenig Betreuung und Begleitung vor Ort, Abenteueraufenthalt und weiteres mehr sind gefallen. Und genau deshalb ist eben die Qualität der Betreuung und Begleitung entscheidend für den gesamten Dienst. Und deshalb bedarf es eben auch einer ausreichenden Finanzierung, Herr Riegert, damit eben sowohl Qualität und auch Quantität möglich sind. Und das schlagen wir hier ja alle vor. Für viele junge Menschen ist es nämlich der erste große Aufenthalt in ihrem Leben und der sehr oft auch prägend wirkt und er soll ja auch prägen und dies braucht eben eine verantwortungsvolle Begleitung. Wir fordern zudem, dass die Nord-Süd-Ausrichtung dieses Dienstes erweitert wird, um eben von einem gleichberechtigten beidseitigen Dialog sprechen zu können. Wir wollen, so wie es auch die SPD formuliert hat in ihrem Antrag, dass junge Menschen aus den Ländern des Südens hier in Deutschland einen Freiwilligendienst antreten können und auch vor Ort in den Ländern in Projekten die Möglichkeit bekommen, gemeinsam mit einem Jugendlichen aus Deutschland diese Freiwilligenarbeit zu machen. Dadurch würde nach unserer Ansicht ein verbesserter direkter Dialog entstehen mit der Möglichkeit des gegenseitigen Verständnisses und voneinander Lernens. Auch wäre es wichtig, verstärkt lokale Partner in den Ländern des Südens zu finden, die Teil sozialer Bewegungen sind und die sich vor Ort für soziale Rechte und Menschenrechte einsetzen. Wir fordern außerdem, dass Jugendliche, auch das wurde hier schon erwähnt, aus allen sozialen Schichten erreicht werden, mit unterschiedlichen Schulabschlüssen oder beruflicher Ausbildung. Durch gezielte Vorstellung von Weltwärts an allen Schulen, einschließlich Berufsschulen, in Jugendeinrichtungen, Ausbildungsstätten und vieles mehr. Auch muss überlegt werden, ob Jugendliche, die keinen Förderkreis zustande bekommen und denen keine Finanzierung aus dem Elternhaus möglich ist, zusätzlich unterstützt werden können, damit eben nicht, wie leider bisher Praxis, doch recht häufig der Geldbeutel der Eltern über solch einen Freiwilligendienst im Ausland entscheidet. Ich bekomme oft Anfragen, mich solch einem Förderkreis anzuschließen und kann dann in Weblogs verfolgen, was junge Menschen vor Ort erleben, was sie berichten. Und ich glaube, das ist für alle bereichernd, auch für uns hier. Und ich finde, dieser Dienst ist ein ganz konkreter Beitrag für mehr Solidarität und weltweite Verständigung. Danke. Für die FDP.